Es ist ein Knast für harte Jungs. Die Justizvollzugsanstalt im sächsischen Waldheim. Morgen. Wer nach dem Wecken noch ein wenig dösen will, kein Problem. Ausschlafen ist ausdrücklich erlaubt. Ja, also die Zahl der Gefangenen mit Migrationshintergrund hat sich stark erhöht. Und insofern sind die Problemlagen andere geworden. Ne? Deutsch wird in Waldheim immer mehr zur Fremdsprache. Wir haben heute in Waldheim 2 Algerier, ein Brite, ein Inder, 6 Iraker, ein Iraner, 4 Libyer, ein Mazedonier, 4 Pakistaner, 4 Polen, 5 Tschechen, ein Kubaner, 2 Kosovaren, 14 Tunesier, 4 Türken, 10 Marokkaner, 9 Vietnamesen, ein Staatenlosen, ein Somalier. Nicht zu vergessen die Angolaner, Bulgaren, Georgier, Libanesen, Rumänen, Serben und die 3 Syrer. Was man sonst noch wissen muss, findet der Justizbeamte auf gebetszeiten.de. Für uns hier wäre der nächste dort Döbeln. Und dann listet er mir hier die Gebetszeiten für den Mai ein. Das kann ich Ihnen dann hier auf den Drucker schicken. Auch die Gefängnisköche haben sich auf die multikulturellen Zeiten eingestellt. Das Angebot geht längst über Wasser und Brot hinaus. Nicht nur Vegetarier kommen auf ihre Kost. Fleischlose Kost, muslimische Kost und Normalkost für die normal deutschen Gefangenen. Also die Kostformen gehen, richten sich aber auch noch im Glauben. Also es kann nicht jeder muslimische Kost bekommen. Also wer einen muslimischen Glauben hat, kriegt Moslemkost, aber das hängt am Glauben. Ne? Das kann nicht jeder Moslemkost bekommen. Um Verwechslungen auszuschließen, ist die Extrawurst mit dem Kürzel MOS versehen. Das ist gekennzeichnet, die muslimische Kost. Für die Normalköstler ist es Schwein und für die Moslems ist es dann entweder Hühnchen oder Rindfleisch. Rissitten. Toleranz als Deeskalationsstrategie. Zur Verwaltung persönlicher Dinge steht ein Terminal zur Verfügung. Hier können Aktivitäten geplant werden. Allerdings sind nur die Zahlen auf Arabisch. Zum Beispiel, was hier uns angeboten wird, auch vom Gefängnis her, du kannst an 3 Gruppen teilnehmen. Dartgruppe zum Beispiel, Judo, Modellbaugruppe. Die Leute würden gerne sowas machen, aber die haben echt keine Ahnung, weil es halt nicht in Arabisch dasteht oder in Englisch. Es ist nur das Deutsche. Und wie bei ihm, er weiß gar nicht, was das hier ist. Die Insassen haben den Vergleich, denn einige von ihnen sind schon ganz schön rumgekommen. Ich war in Gorlitz, ich war in West, ich war in Dresden. Also JVA Waldheim ist die beste JVA in Sachsen. Das ist also wie Luxus hier. Ist nicht wie Dresden oder wie Gorlitz. Alten Knast, auch hier alt, aber ist gut. Und warum sind Sie hier? Ich bin wegen Drogen. Said sitzt wegen Mordes. Er wollte seine Freundin heiraten, um seine Chancen zu erhöhen, für immer in Deutschland zu bleiben. Doch die wollte nicht. Es kam zum Streit. Der Pakistaner schlug die Verlobte mit einem Nudelholz. Die Studentin war sofort tot. Urlaub in Sachsen, im Einzelzimmer. Es ist hier wie in einem Hotel.